Lange Zeit war er einer der Vorzeigeschauspieler aus Frankreich, Gérard Depardieu. Ob in der Rolle als Obelix oder als Schachmeister in Das Wunder von Marseille, er war weltweit bekannt und beliebt, bis ihm immer mehr Frauen sexuelle Übergriffe vorwarfen. Von heute an muss sich Depardieu wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung zweier Frauen vor Gericht verantworten. Er weist die Anschuldigungen zurück. Noch vor Beginn der Verhandlung hat der 75-Jährige über seine Anwälte um eine Terminverschiebung gebeten. Dennoch ist also unklar, wann der Prozess weitergeht, aber dass Depardieu der Prozess gemacht wird, das steht fest. Sabine Boland in Paris, um welche Vorwürfe geht es jetzt ganz genau? Dass ihm der Prozess gemacht werden wird, steht fest. Wann ist tatsächlich noch unklar. Zur Stunde wird darüber debattiert, ob in seiner Abwesenheit der Prozess gemacht wird oder nicht. Vorgeworfen wird ihm in diesem Fall die massive sexuelle Belästigung von zwei Frauen an einem Filmset vor 3 Jahren. Die eine Regieassistentin, die andere Dekorateurin. Beide soll er massiv attackiert haben, und zwar sowohl verbal als auch körperlich. Er soll sie bedrängt haben und zwischen seinen Beinen festgehalten haben. Und beide haben sich nach einer längeren Zeit entschieden, dies zur Anklage zu bringen. Vor dem Gericht gab es heute früh schon Demonstrationen. Was fordern die Demonstrantinnen und Demonstranten? Die Demonstrantinnen und Demonstranten fordern, dass Licht in das Dunkel sexuelle Belästigung gebracht wird. Sie fordern in diesem Fall konkret, dass Depardieu auch vor Gericht erscheinen solle. Manche sagen allerdings auch, das ist egal, Hauptsache ihm wird der Prozess gemacht, Hauptsache es gibt ein Urteil. Auf jeden Fall fordern sie, dass sexuelle Belästigung in künftig schwerer bestraft wird, als es bislang in manchen Fällen in Frankreich der Fall war. Depardieu weist in diesem konkreten Fall oder in den beiden Fällen die Vorwürfe zurück. Wie argumentieren da seine Anwälte? Seine Anwälte sagen, er war es nicht, das seien Lügen. Und sie sagen, dass die beiden Frauen nur darauf aus seien, Geld zu bekommen. Und Gérard Depardieu würde so etwas nicht tun. Und es sei einfach eine Lüge. Und die beiden Frauen hätten nicht recht mit ihren Anschuldigungen. Gegen Depardieu laufen ja auch Ermittlungen in einem anderen Fall. Warum gibt es da noch keine Anklage? Das ist ein Fall aus dem Jahr 2018. Da soll er die Schauspielerin Charlotte Arnoux zweimal vergewaltigt haben. Sie hat dies auch angezeigt. Die Ermittlungen sind dann nach einer Weile eingestellt worden. Sie hat es erneut angezeigt und die Ermittlungen in diesem Fall laufen noch. Das heißt, das könnte der nächste Prozess sein, in dem Gérard Depardieu vor Gericht steht. In dem Fall reden wir über 2018. Ich formuliere die nächste Frage jetzt bewusst salopp. Depardieu ist heute 75. Wenn er sowas getan hat, dann wird er ja mutmaßlich nicht erst mit 70 angefangen haben, Frauen zu belästigen. Warum wird überhaupt jetzt erst in den Fällen ermittelt? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass eben sexuelle Belästigung ein großes Tabuthema ist. Gérard Depardieu ist wie viele andere Schauspieler auch. Ich denke an die MeToo-Debatte in den Vereinigten Staaten von Amerika. Gérard Depardieu ist ein sehr, sehr berühmter Schauspieler. Den zeigt man nicht einfach so an, weil man möglicherweise Mann, Frau beziehungsweise möglicherweise auch denkt, da glaubt mir sowieso keiner. Insofern gehört schon sehr, sehr viel Mut dazu von diesen beiden Klägerinnen, dieses nun zur Anzeige gebracht zu haben und Gérard Depardieu auch vor Gericht gegenüberzustehen. Sabine Boland, danke nach Paris.